Die Bombe, verniedlichend genannt Little Boy. Das Flugzeug, die Enola Gay, vom Piloten nach seiner Mutter benannt. Der Pilot, Oberst Paul Tibbetts. Ein amerikanischer Militärstützpunkt auf der Pazifikinsel Tinian. At 2:45 in the morning, August 6, 1945, Colonel Tibbetts takes the Enola Gay down the runway into the air, beginning the 6 1/2 hour flight to Japan. Hiroshima, eine Großstadt mit fast 400.000 Einwohnern. Von Bombenangriffen bis dahin verschont geblieben. Die Amerikaner wollten eine heile Stadt, um die Wirkung der Bombe wie in einem Labor studieren zu können. My navigator had me perfectly lined up with the target. When I touched in with my sight, I could clearly see the city of Hiroshima within my bomb sight. Zur selben Zeit das amerikanische Kriegsschiff Augusta. Präsident Harry S. Truman ist auf dem Rückweg von der Potsdamer Konferenz nach New York. Leutselig speist er mit der Mannschaft. The airplane, we took over manual control, made an extremely steep turn to try and put as much distance between ourselves and the explosion as possible. Am 6. August 1945 um 8:15 Uhr hatte ich ein mageres Frühstück beendet und stand vor unserem Noviziatshaus in Nagatsuka. Das ist 4 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt. Ich höre das Motorengeräusch der B-29, dieses Bombers. Und er fliegt in diese Richtung über die Stadt weg, als plötzlich dieser riesige Feuerball da entstand. Ein rot, gelber, violetter, gleißender, blendender Feuerball.